Ja, wir sind hier bei Firma Idealspaten, Herdecke an der Ruhr, dem einzigen industriellen Hersteller von Schaufeln und Spaten in Deutschland. Wir produzieren Spaten made in Germany, Schaufeln made in Germany. Wir haben irgendwann angefangen, Produkte zu importieren und haben im Laufe der Jahre festgestellt, dass wir mit diesen Importen nicht mehr so richtig glücklich waren. Wir haben relativ große Schwankungen gehabt in der Qualität, die uns geliefert wurde, und haben dann irgendwann mal wiederum festgestellt, dass dieser schöne, günstige Einkaufspreis, den wir faktisch realisiert haben, nicht den tatsächlichen Kosten entsprach, die wir wirklich als Unternehmen hatten. Diese Qualitätsschwankungen führten bei uns zu der Überlegung, was können wir tun? Und dann im Laufe des Prozesses hat sich das so entwickelt, dass wir gesagt haben, wir müssen den ganzen Prozess zurückholen. Wir sind mit dem Beratungsprozess der Effizienzagentur sehr zufrieden. Wir fühlen uns da gut aufgehoben und sind halt bis zum Abschluss, das Projekt ist abgeschlossen, ohne jegliche Klagen. Die Effizienzagentur ist im Auftrag des Umweltministeriums unterwegs und hat zur Aufgabe, produzierende Unternehmer für das Themenfeld Ressourceneffizienz zu begeistern. Wie kann ich in meiner Produktion Ressourcen einsparen und welche Ansätze gibt es im Bereich Beratung oder im Bereich Umsetzung? Wie kann ich Investitionen fördern? Konkret die einzelnen Prozesse, Schritte sich anzuschauen, was wird hier eigentlich konkret geändert, was ist neuartig, dann auch eine Einschätzung abgeben zu können, das ist geeignet für ein Förderprogramm, was gezielt solche Maßnahmen fördert. Und so konnte hier das Förderprogramm genutzt werden und ein Zuschuss von 241.000 Euro möglich gemacht werden. Ja, also hier zeigt sich an diesem Beispiel, dass im Prinzip mit Unterstützung dieses Zuschusses der Unternehmer erstmal das überhaupt umsetzen konnte. Dieses Programm sieht vor, dass die erstmalige Umsetzung innovativer Vorhaben, innovativer Verfahren, die mit deutlichen Umweltentlastungen verbunden sind, durch einen Zuschuss gefördert werden können. Unsere Aufgabe im Projekt war die Erstellung einer Projektskizze, die für das Förderprojekt entsprechend geeignet ist. Für dieses Unternehmen war das eine sehr gute Kombination von Verbesserung von Material- und Energieeffizienz auf der einen Seite mit gleichzeitig auch einer Kostenentlastung, sodass wir denken, dass dieses Projekt durchaus diesen Modellcharakter auch für andere Unternehmen, die Stahl bearbeiten, verarbeiten, haben kann. In der Produktion ist effizient, dass wir genau genommen keine Freiräume haben. Es wird komplett ohne Zeitversatz gefertigt, sodass wir innerhalb eines Sekundentaktes die Spaten fertigen können. Es fängt an mit der Verkettung der Anlage, die halt grundsätzlich als Innovation zu bezeichnen wäre. Im nächsten Schritt ist, dass wir halt energieoptimiert arbeiten. In der Addition der Einzelmaßnahmen führen sie dazu, dass wir den Spaten so optimiert wie möglich fertigen können. Durch die Umsetzung dieses innovativen Verfahrens hat Idealspaten erreicht, den Materialverbrauch pro Spaten um 0,6 Kilo zu senken. In der Addition der Einzelmaßnahmen führen sie dazu, dass wir den Spaten so optimiert wie möglich fertigen können. Bedeutet, dass wir für uns sagen, andere mögen das vielleicht besser beurteilen können, ein Spaten nicht effizienter hergestellt werden kann. Gleichzeitig wurde knapp die Hälfte des Energieverbrauchs eingespart. Das kann man nicht besser machen als mit Energie durch die Induktion. Braucht er noch weitere Unterstützung aus dem Markt? Und da arbeiten wir mit Ingenieurbüros zusammen. Das macht man in der Regel so, indem man die Ideen, die technischen Ideen im Unternehmen aufgreift, die Prozesse aufgreift und daraus dann eine geeignete Dokumentation macht, die den Anforderungen des Fördergeldgebers genügt und letzten Endes die ganzen erforderlichen Stoff- und Energiestromdaten beinhaltet. Wir würden also nicht ohne Innovationskraft wettbewerbsfähig sein können, weil die anderen Faktoren, die halt für den Kosten, für einen Produktionsprozess eine Rolle spielen, in anderen Ländern vernachlässigt werden. Also können wir es nur mit Innovationskraft überhaupt schaffen, und wir haben vor, noch älter zu werden als 115 Jahre. Im konkreten Fall hat die Umsetzung dieses Projekts ermöglicht, die Spatenproduktion, die vorher eben in Fernost passierte, eben auch wieder hier nach Deutschland zurückzuholen. Sehr erfolgreich sich ja auch die Entlastung auf der Umweltseite eingestellt haben, die man sich ja ursächlich auch daraus versprochen hatte. Ja, mit dem Vorhaben konnten die Prognosewerte tatsächlich übertroffen werden, sodass die CO2-Emissionen etwa um ein Viertel vermindert wurden. Wir werden dazu getrieben, noch besser zu werden. Und dieses Treiben führt letztendlich dazu, dass wir marktfähig werden und dass wir uns immer wieder hinterfragen müssen, ist das, was wir gestern gemacht haben, für die Zukunft noch das Wichtige.